Ja, Leute, was geht? Heute gibt es hier mal wieder eine neue Folge von diesem wunderbaren Simulator, wo man tatsächlich aufwachsen muss. Das heißt also, unser Arizolino-Charakter ist tatsächlich in diesem Spiel jetzt schon 18 Jahre alt. Und diese 18 Jahre haben wir tatsächlich Level für Level in den vorherigen Folgen gemacht. Das heißt also, Leute, falls ihr die vorherigen Folgen nicht gesehen habt, wir verlinken die euch. Und dann könnt ihr euch gerne die älteren Folgen davon anschauen. Denn das hier ist ein sehr cooler Simulator, wo es jetzt ein neues Update gibt. Ihr seht, wo der Pfeil mich hinführt, denn wir sind nämlich jetzt hier oben schon 18 Jahre alt und das Coole ist, es geht jetzt sogar weiter. Es ist nämlich jetzt möglich, 21 Jahre alt zu werden. Und da gibt es wieder neue Aufgaben, die man sich anschauen muss. Und hier steht dran, schauen wir uns die Anzeigehilfe gewünscht auf Ihrem Computer an. Okay, das heißt also, wir müssen jetzt wieder in unser Haus hier rein. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber hier haben wir immer Geburtstag gefeiert. Hier sind alle unsere Freunde immer. Und da sind unser Bro, unser Freund und sowas. Und hier feiert man immer Geburtstag. So, jetzt müssen wir jetzt erstmal an den PC gehen. Und da müssen wir jetzt erstmal wieder Aufgaben erledigen. Hilfe gesucht auf einer Farm. Siehe Farmer John für Details. Okay, so wie es aussieht, müssen wir uns jetzt erstmal einen Job suchen. Das heißt also, vielleicht wird uns Farmer John engagieren. Können wir hier das Fahrrad oder das Skateboard eigentlich nehmen? Nehmen wir mal lieber das Fahrrad, dann können wir hier mit dem Fahrrad losgehen. Gut, ich glaube, da hinten ist sogar schon die Farm, die wir aufsuchen müssen. Ich glaube, in der Paintball-Area waren wir sogar auch schon drin. Und da ist sogar noch ein Auto. Ich glaube, wir haben sogar schon unseren Führerschein ebenfalls schon gemacht. Und jetzt können wir mal gucken. Oh, warte mal. Oh, da kommen wir gar nicht über den Bordstein. Ah, jetzt kommen wir über den Bordstein. So, jetzt schauen wir mal, ob Farmer Bob uns sozusagen zur Arbeit mitnimmt, damit wir hier ein Jahr älter werden können. Ah, guck mal, da steht sogar schon dran. Was steht dran? Hi, ich bin Farmer John. Sie können nicht, Sie können mich im Alter 18 plus arbeiten. Du bist angeheuert. Hä? Ich habe den Job jetzt schon bekommen? Ha, was macht mein Hund da? Oh, Hundi? Ach, er steht wieder. Okay, mach Sitz, mach Sitz. So, er hat sich wirklich hingesetzt. Naja, okay. Jetzt steht dran, bitte füttern Sie die Hühner und bringen Sie sie in den Stall. Okay, das heißt also, ich muss die Hühner hier mit dem Hühnerfutter wahrscheinlich füttern. Also habe ich hier das Hühnerfutter in der Hand. So, jetzt muss ich nur noch die Hühner finden. Hühner, wo seid ihr? Guck mal, da sind sie. Hey, ihr Hühner, was geht ab? Was geht ab? Hier gibt es ein bisschen Futter für euch. So, ein bisschen hier die Hühner füttern. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich die vielleicht... Aha, guck mal, die folgen mir sogar, wenn ich das Futter in der Hand habe. So, guck mal. Aha, guck mal, da muss man nur das Zeug hier drücken. Erfolg! Gut, bitte benutzen Sie das Pferd, um die Kühe in die Scheune zu jagen. Freunde können helfen. Okay, dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen können. Hallo, du kleines Pferdchen, wie geht es dir? Dieses Pferdchen scheint ein wenig eingefroren zu sein, deswegen bewegen wir es mal. So, okay, wie mache ich das jetzt? Oh Gott, Alter. Oha, das macht sogar richtige so Galoppiergeräusche. Abfahren. Okay, dann jagen wir mal die Kühe jetzt mal hier in den Stall. Los, los, rein mit euch, Rinder. Genau, aber schön vorwärts. Vorwärts, nee, 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 nee. Da, so, wieder da, wieder da. So, wieder alle bitte da rein. Bitte da rein, danke, danke. So, die muss dann alle immer so ein bisschen berühren. Dann gehen die alle da wieder rein. Oh mein Gott, das funktioniert sogar. Guck mal, wie wir sie da reinscheuchen. Ja, Wahnsinn, das funktioniert, das funktioniert. Rein mit euch, rein. Erfolg. Schön, jetzt bitte benutzen Sie den Traktor, um das Heufeld nach hinten zu pflügen. Alles davon, Freunde können helfen. Okay, klingt ein bisschen komisch, klingt ein bisschen nach Google-Übersetzer, aber ist nicht schlimm, ich habe alles verstanden. So, das heißt, ich muss jetzt hier den Traktor verwenden, ne, und das Feld ein wenig pflügen. So, gehen wir mal durch. Oh Gott, wir können ja richtig fahren sogar. Alter, dieser Traktor ist ja richtig aktiv. So, okay, checken wir das mal aus. Bzzz, oh mein Gott, muss ich hier alles pflügen? Ja, das ist ja heftig. Okay, dann lass mal versuchen, hier alles auf jeden Fall zu holen. Oh, das ist hier, Alter, warum fliegt dieses Feld denn? Seit wann fliegen denn solche Felder? Das habe ich ja noch nie gesehen davor. Na gut, okay, akzeptieren wir das mal. So, fahren wir hier auch nochmal durch. Wir müssen diese drei auf einmal immer mitnehmen und wir dürfen bloß nicht runterfallen. So, und das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Wir können die jetzt so richtig satisfying hier wegmachen, ne? Die letzten, da muss ich jetzt hier nochmal einen Dreher machen. Oh, 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 da bin ich ein bisschen zu weit gefahren. Aber ist nicht schlimm, wir machen das Ding hier definitiv ganz glatt. Wir machen glatt das Ding fertig. Uiuiui, das sieht richtig gut aus. Guckt euch das an. Alle hopp und alle hopp. Um die Seite, um die Seite. Oh, haha. Alter, das funktioniert ja mega. So, und dann können wir hier nochmal mitgehen. Und ab dafür. Wupp, wupp. Okay, du hast 20 Münzen verdient. Danke. Hier ist dein Gehaltscheck. Okay, cool. Das heißt also 20 Münzen, die tatsächlich für uns in unser, in unser Portemonnaie reingekommen sind. Sie können die gleichen drei Aufgaben wiederholen und ich bezahle sie jedes Mal.
okay. Das heißt also, hier können wir sozusagen immer arbeiten. Das heißt, insgesamt haben wir jetzt sogar 20 Münzen verdient. Das bedeutet, Alter, wir sind reich, Junge, wir sind reich. Ja, okay, gut, nicht unbedingt. Wir gehen jetzt zum Karneval, das ist die nächste Aufgabe. Checken wir mal ab, was wir da drin machen müssen. Beginnen wir mit dem Funhouse. Muss ich da drin arbeiten oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Funhouse Mirror Maze. So, gehen Sie durch das Spiegellabyrinth zum gelben Quadrat. Oh Gott. Was? Okay, gehen wir mal durchs Spiegellabyrinth. Alter, was? Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, was ist denn da los? Ich werde ja total gestretched. Mein Bauch wird ja viel zu dick angezeigt. So sehe ich gar nicht aus. Oh Gott. Oh, da habe ich einfach eine Tigermaske an. Warum das denn? Oh Gott, ich habe ja hier bei jedem Spiegel irgendwas anderes. Ja, ey, guck mal, hier habe ich einfach riesige Hände einfach. Warte mal, keine Hilfe und Option. Kann ich vielleicht meine Haustiere ein wenig ausmachen oder sowas? Nee, ne? Okay, egal. Die Sterne nehme ich ein bisschen beim Gucken, aber ist nicht schlimm. Man merkt, dass ich Riesenhandschuhe habe. Oh Gott, was habe ich jetzt? Oh, jetzt habe ich hier doppelte Arme oder sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das hier der goldene Knopf? Gute Arbeit. Fahren wir auf dem Riesenrad. Oh, okay. Ich glaube, ich habe das Spiegellabyrinth gewonnen. Okay. Sehr komische Geschichte, aber diese Bilder hier sehen ganz witzig aus. Können wir hier raus? Oh Gott, ich stecke hier drin fest. Kann ich hier lang? Nein. Kann ich da lang? Ja, ich kann hier raus. Okay, schnell raus hier. So, jetzt müssen wir auf dem Riesenrad fahren. Okay, machen wir das mal. Riesenrad, der nächste ist für mich. Okay, da sitze ich drauf. Junge, mit meinem Einhorn einfach. Und mit meinem Hundi. Und mit meinem Frosch. Oh, das ist witzig. Oh, das ist cool. Die Achterbahn sieht aus wie Spaß. Okay, machen wir das auch mal mit. Wir haben übrigens immer noch 20 Münzen, ne? Das heißt also, wir haben bisher für den gesamten Spaß noch nicht mal einen Penny ausgeben müssen. So, das ist die Peitsche. Peitsche steht dran. Okay, setzen wir uns mal rein. Fahren Sie mit der Achterbahn bis zum Ende. Na gut, fahren wir los. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Alles klar, meine lieben Damen und Herren, meine Freunde. Freunde, Freunde. So, da fahren wir jetzt aber richtig ordentlich. So, jetzt fahren wir die Schiene hier runter und wieder runter und eine Looping. Alter, Junge, was eine Bahn, was eine Bahn. Können wir auch sogar so gucken, ne? Junge, als ob wir richtig drin sitzen. Junge, was ist das für eine Fahrt? Mir wird sonst viel zu schlecht, wenn ich das zu lange mache. So, und da sind wir durch. Dankeschön, werter Fahrherr. Wuhu! Wuhu! Okay, das war ja krass. Das hat ordentlich Spaß gemacht. So, warten Sie eine Minute. Das? Oh mein Gott, es wird einfach Bungee-Jumping. Hier klettern. Alles klar. Puh, ist das Ding sicher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es sicher ist, aber es sieht ein wenig rostig aus, wenn du mich fragst. Oh mein Gott, nicht mal die Leiter ist sicher. Ich bin ja schon runtergefallen. Puh, okay, wir legen los. Warten Sie oben. Es ist an der Reihe zu Rip. Ich meine, springen. Oh. Okay. Oh mein Gott, wir haben tatsächlich ein Band um unsere Füße. Okay, wir springen. In 3, in 2, in 1. Wow! Alter, niemals. Junge, schaut euch das an. Ah, was ein Sprung. Es ist Bungee Jumping. Yeehaw! Oh yeah. Okay. Und gut, dass wir da nicht diesen Blutfleck da getroffen haben. Ich frage mich, von welchem Besucher das kommt. Ja, wir gehen runter. Okay, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Bungee-Jumping gemacht habt. Mann, oh Mann, das ist echt ein riesiges Abenteuer, glaube ich. Gut, dann haben wir hier den Scrambler, den wir ebenfalls fahren müssen. Schauen wir mal rein, was man hier machen kann. Das hat Spaß gemacht. Probieren wir den Scrambler. Okay, probieren wir ihn mal aus, damit wir hier irgendwie weiterkommen. Okay, Kamera, Follow. Okay, 7, 6. Wir können sogar die Kameras auswählen. Hier haben wir POV, normal. Follow. Okay, ich gehe mal auf Follow. Okay, jetzt macht er hier zu. Oh, Junge, jetzt geht's richtig los. Wir gehen mal auf die POV. Alter. Oh, Junge. Oh, Junge, das ist zu krass. Follow. Oh, nein. Wenn der jetzt erstmal gleich richtig loslegt, gell? Der hat ja noch nicht mal richtig losgelegt. Oh, er geht hoch, er geht hoch. Wir gehen in die POV. Oh, mein Gott. Oh, nein, das ist ja schrecklich. Hilfe. Oh, Gott. Okay. Das sieht echt brutal aus, muss ich sagen, ne? Da müssen wir jetzt aber ganz schleunigst raus, du. Das ist nicht mein Ding. Das ist mir zu schnell.
Okay, wow, schauen wir uns die Stände an. Okay, machen wir das mal lieber. Ich glaube, verdienen Sie eine Münze für jede Person. Was? Okay, warte mal, was steht da? Jetzt anstellen, klicken Sie hier, um eine Münze zu verdienen, die anderen kostenlos. Okay. Verdienen Sie Münzen, wenn Sie andere auf Ihr Tablett klicken oder probieren Sie den Kaugummi in Ihrem Rucksack oder folgen Sie dem Pfeil. Okay, checken wir das mal aus. Also, Dunk Tank. Werde duped, verdiene eine Münze. Okay. Stehe hier und klicke das Target. Bezahle eine Münze und kriege drei Würfe sozusagen. Okay, dann probieren wir das mal. Drücken wir mal drauf. Möchtest du eine Münze kaufen? Ja, sie haben drei Würfe. Okay, Wurf. Wow, und da ist sie runtergefallen. Junge, noch zwei Würfe. Juhu, und noch ein. Ich glaube, man trifft immer, gell? Juhu, und dann nochmal einen Wurf. Noch einen Wurf. Okay, da haben wir die Sandig, so heißt sie. Haben wir tatsächlich dreimal jetzt ins Wasser geduked. Okay, da haben wir Ringwurf. Stehen Sie und zahlen Sie eine Münze. Okay, ich bezahle eine Münze. Ich möchte das gerne spielen. Ja, ich möchte es gerne spielen. Sie haben drei Werfe. Okay, ich werfe drauf. Juhu! Oh nein, nicht getroffen. Dann der da hinten vielleicht. Oh, nee, nicht ganz. Der da hinten vielleicht. Kommt schon! Nein! Sie gewinnen! Oh mein Gott, klicken Sie. Ich habe ein Teddy gewonnen. Nein, wirklich. Oh, einen Teddy. Das ist ja abgefahren. Perfekt, alles klärchen. Der Karneval hat Spaß gemacht, aber jetzt bist du müde. Finden Sie ein Bett oder ein Zelt zum Schlafen. Oh, Junge, das Leben als 18-Jähriger ist wirklich heftig. Da muss man wirklich sagen, das ist nicht übel. Das macht Spaß. Okay, gucken wir mal, wie wir jetzt nach Hause kommen. Wir können auch tanzen, das haben wir auch damals gemacht, ich glaube in der Schule sogar. Wir können auch eine Drohne fliegen lassen und so. Das ist voll abgefahren, was wir in den letzten Folgen alle gemacht haben. Müsst ihr euch unbedingt ansehen. Aber jetzt legen wir... Oh nein, die Tankstelle brennt da hinten. Autsch, autsch, autsch. Ich glaube, da hat jemand seinen Führerschein gerade gemacht, aber nicht so ganz richtig hinbekommen, ne? So, suchen wir uns mal das Bettchen hier raus. Guck mal, da haben wir doch ein Bettchen. Schlafen gehen. Start dreaming. Was träumen Sie davon, versteckten Schatz zu finden, ne? Oh mein Gott, wollen wir träumen gehen, Leute? Ich würde sagen, los geht's. Wir gehen träumen. Oh Gott. Träumen Sie davon, versteckten Schatz zu finden. Oh Gott. Okay, wir müssen also hier dem gelben Pfeil mal wieder folgen. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass wir uns da am besten das Auto holen sollten. Was? Wir haben einfach Waffen. Seht ihr das? Wir können einfach mit Waffen schießen, währenddessen wir träumen. Na, das ist ja abgefahren. Okay, fahren wir mal los, warte. Diese Autos hier, die sind richtig verrückt. So, jetzt gehen wir uns aber erstmal einen Schatz hier holen. Schatz, ich hole dich. Wow, da sind jetzt gerade richtig viele Bäume gespawnt. So, dann gehen wir mal los. Was träumen wir hier überhaupt? Oh, ist hier der Schatz. Oh, ich verstehe. Der Schatz ist in diesem Berg drinne. Wir brauchen einen Geheimeingang, um diesen Berg irgendwie zu, verstehen. Huh? Dig for treasure. Okay, das heißt, wir müssen hier also ein wenig, wie soll ich sagen, danach graben. Guck mal, wir haben hier sogar Werkzeuge, wo wir danach graben können. Wir können so Platten platzieren, ja. Das ist uns möglich. Aber da verstehe ich noch nicht so ganz, wie wir den Schatz damit finden sollen. Vielleicht mit der Pistole. Oh, mit der Pistole. Oh, nice. Oh mein Gott. Wir müssen einfach mit der Pistole da runtergraben. Dieses Spiel ist richtig cool, muss ich sagen. Meine Güte. So, jetzt müssen wir aber weiterschauen. Warte, der Pfeil zeigt dahin. Das heißt, vielleicht ist er hier eher der Schatz. Ja, ja, guck mal, da zeigt er, genau da zeigt er. Oh, der Schatz des fliegenden Holländers. Erfolg! Während du träumst, sprenge in der Paintball-Arena nach Schätzen. Guck mal, wir können uns einfach einen Weg nach oben bauen und wir können uns einen Weg nach unten bauen. Wie krass ist das denn? Wir können einfach den Weg bauen, auf den wir Lust haben. Mann, träumen ist ja mega cool. Trinken wir mal den Drink, dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Können wir jetzt eigentlich alles sozusagen, was wir wollen, absprengen eigentlich? Oh mein Gott, ich habe gerade hier den Boden verändert. Abgefahren. Okay, gucken wir mal durch. Was haben wir hier? Also, wir können da lang gehen und ich glaube hier in der Arena drinne, da kann man auf jeden Fall was... oh mein Gott, wir können einfach die Sachen hier verschwinden lassen. Niemals. Guck dich das mal an. Hey, da ist der Schatz. Der Schatz des fliegenden Holländers. Oh, ich hab ihn. Erfolg. Oh mein Gott, dieser eine Typ schießt mich ab. Kann ich den wegmachen? Nee, kann ich nicht. Hilfe, ich muss hier raus. Während sie träumen, verwenden sie Rampen, um den Schatz am Himmel zu erreichen. Okay, dann bauen wir uns mal hoch.
und holen uns den Schatz, der im Himmel steckt. So, erstmal trinken wir nochmal diesen Drink hier und dann geht's weiter nach oben. Los geht's! Ich glaube, das ist sogar der Schatz. Junge, der ist einfach in den Wolken. Niemals! Alter! Der sieht ja richtig cool aus. Okay, den holen wir uns. Das ist mal ein Schatz, hä? Der Wolkenschatz. Der einzig wahre. So, und Erfolg. Erfolg! Träumen Sie wieder oder wachen Sie auf. Folgen Sie dem Pfeil für Alter 21. Juhu! Ich möchte gerne 21 werden. So, wir gehen jetzt, wohin gehen wir? Wir gehen, glaube ich, die Bekleidung wechseln. Oh mein Gott, es wird soweit. Es ist soweit, Leute. Wir werden jetzt die Bekleidung wechseln. Wir träumen und wir werden das erste Mal uns umziehen während den letzten 21 Jahren. So, in Kürze kommen noch mehr Ewigkeiten. Bitte Daumen hoch, mein Liebling. Alles klar. Das heißt also, ich glaube, wir sind jetzt sogar wieder fertig. Das heißt, man kann sich hier umziehen und man kann sich Charaktere jetzt auswählen, worauf man Bock hat. Jetzt zum Beispiel bin ich eine Frau mit schwarzen Haaren. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch den T-Shirt-Man anziehen. Dann bin ich jetzt ein Mann mit schwarzen Haaren. Okay, das heißt also, man kann hier dann sozusagen das Leben weiterleben, ne? Man kann sich auch ein ganz neues Kostüm hier aussuchen. Dann bin ich sozusagen Superman oder Tuxedo-Man oder wie auch immer. Und wir können sozusagen jetzt 21 sein. Mr. Clean! So, dieser Mr. Clean, der sieht echt so aus, als ob der richtig sauber ist. Naja, gut, meine werten Damen und Herren, ziehen wir Mr. Clean nochmal kurz eine kleine Frisur an, so, damit er da nicht die ganze Zeit ohne Haare läuft. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Jetzt sind wir 21, da oben steht's. Wir haben es geschafft, das Spiel ist ganz durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!